Weitere Papiertoads wollen hier in der Wüste von Mario, Luigi und Paper Mario befreit werden. Wir haben hier gleich zwei Missionen. Zum einen das Steingefängnis und zum anderen die Bergung aus dem Treibsand. Ich mache jetzt erstmal das Steingefängnis. Zertrümmere die Steinblöcke und schenke den Papiertoads die Freiheit. Pass aber auf, dass du sie nicht zerknüllst. Okay. Ich weiß übrigens schon, dass es auch Stealth-Missionen geben soll. Bin gespannt, wann diese vorgestellt werden. Zerstöre die Felsblöcke mit deinem Hammer und befreie die Papiertoads. Aber pass auf, dass sie nicht zerquetscht werden. Dein Ziel ist es, die Papiertoads zu befreien. Dazu musst du nicht alle Felsblöcke zerstören. Ah ja, das Ganze hat also mit Puzzle zu tun. Joa. Ihr wisst, dass ich da diesbezüglich nichts drauf habe, ne? Gut, wie machen wir das jetzt? Wenn ich den hier entferne, fällt er runter. Und der linke Block kommt mit. Moment, ich will mal was ausprobieren. Wenn ich den linken jetzt kaputt mache, kann er dann schon flüchten? Oder erst, wenn ich den hier kaputt mache? Ich kann den nicht zerstören. Ah doch, kann ich. Bringt aber nichts. Okay. Alles klar. Also man muss ihn wirklich auf den Boden bringen. Bewegen kann er sich nicht. Dann machen wir mal weiter. Ich muss auf jeden Fall hier was entfernen. Und eigentlich auch da, sonst passiert nichts. Wenn ich das zerstöre, ist der eine Toad frei. Ja, und wenn ich das jetzt alles runterhole, glaube ich nicht, dass was passiert. Oder? Mir bleibt aber ohnehin nichts anderes übrig. Nein, es passiert nichts. Gut. Damit sind drei gerettet. Der nächste, bitte. Naja. Also, wenn ich den Block hier zerstöre, dann wird er sterben. Oder? Verdammt. Nee, das passt schon. Ich hab's schon richtig gemacht. Ja, sowas ist wirklich nicht meine Stärke. Und heute habe ich noch ein zusätzliches Problem. Und zwar, es ist Sonntag und mir sind die Kontaktlinsen ausgegangen. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich bekomme nirgendwo welche. Ich habe diverse Notfallapotheken und sowas angerufen. Es ist auch kein verkaufsoffener Sonntag in der Nähe. Ich habe einfach verkackt und muss heute jetzt komplett ohne Kontaktlinsen leben. Ah, das ist schrecklich. Weiter geht's. Vergesst nicht zu speichern. Yo, wir brauchen noch 4 Papiertoads. Dann können wir... Ja, was können wir denn eigentlich? Besonders hoch springen. Aber wie, das weiß keiner. Mal abwarten. Papiertoads müssen aus dem Treibsand gerettet werden. Weiche Bomben aus und zerschlage Steinblöcke mit deinem Hammer. Wenn große Blöcke auf dich zukommen, trümmere sie mit dem Trio-Hammer. Okay. Lass mal schauen, wie das alles funktioniert. Ah, man kann sich nicht frei bewegen, sondern immer nur so, also an bestimmte Stellen stellen. So. Genau. Bäm. Ich hab doch gedrückt, Alter. Ja, was ist denn los? Der A-Knopf reagiert nicht. What the hell? Was ist das denn? Wieso geht das denn nicht? Muss ich übelst getimed treffen? Oder reicht das auch ungefähr? Ach Mann. Einigen wir uns darauf, ich werde defensiv spielen und nicht alle Blöcke zerstören, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, jetzt muss es sein. Ja gut, es muss eigentlich immer sein, stimmt. Wegen dem Geld alleine schon. Ach, jetzt hat es funktioniert. Okay, wahrscheinlich, weil ich den A-Knopf zu früh gedrückt habe vorhin. Das Ausrufezeichen hilft einem halt. Und wenn das kommt, dann sollte man drücken.
Okay. Dann haben wir hier den Toad Nummer 3. Na, wo sind die anderen? Da kommt einer. Scheiße, ich habe zu früh gedrückt. Aber er ist trotzdem gerettet. Man hat so gesehen 3 Leben halt. Deswegen auch die X'e da oben. Das ist meine Lebensanzeige. Alles gut. Alles gut. Ich sollte mich halt jetzt nicht billig treffen lassen. Dann wird's auch nicht unnötig spannend. Na also. Ja, das war doch auch ziemlich spaßig. Ich mache heute auch ehrlich gesagt lieber sowas als Kämpfe. Ich glaube, mit meiner schlechten Sicht bin ich bei Kämpfen noch etwas mehr eingeschränkt. Eilige Lieferung, direkt aus dem Pilzpalast. Bitteschön. Ich würde dir empfehlen, es nicht hier zu öffnen. Es ist recht groß. Du hast ein Papptrampolin erhalten. Es ist zu groß, um es jetzt auszupacken. Verwende es später, wenn die Zeit reif ist. Und dann wäre da noch das hier. Ich war so frei, einen Blick darauf zu werfen. Es scheint eine neue Trio-Attacke zu sein. Ui, der Trio-Drachen. Alles klar. Freut mich. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Jo. Mit diesem Papptrampolin können wir die beiden großen Stacheltypen an der Brücke erreichen. Gehen wir zurück zur Doppelmoppel-Dünengrotte. Dort können wir das Papptrampolin aufbauen. Verdammt. Heißt das, wir kriegen jetzt unseren zweiten Bosskampf? Oh nein. Das Timing ist alles andere als gut. Aber es hilft nichts. Da muss ich jetzt durch. Wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du eben Scheiße am Schuh. Und heute habe ich richtig viel Pech. Ah. Gehen wir erstmal da lang. Ja, ne, hier war's. Aber das müsste eigentlich der Rückweg sein, ne? Ja, das ist einfach nur der Rückweg. Zu dem vorherigen Gebiet. Und hier geht's zu den Pockys. Ich überleg nur gerade, gab's hier nicht irgendwo eine Stelle, wo man auch hochspringen konnte? Oder bilde ich mir das gerade ein? Übrigens, wir sollten uns vielleicht kurz den Drachen ansehen. Denn diesen Move bekommen wir ja nicht umsonst. Ich denke mal, der wird jetzt beim Bosskampf hilfreich sein. Trio-Drachen. Demo. Drücke so schnell wie möglich den A-Knopf des Teammitglieds, das gerade den Drachen zieht. Ah, das ist gut. Das habe ich drauf. Ja, ja, okay. Und dann? Das ist so helle. Je schneller du drückst, umso höher steigt der Drachen. Wenn Paper Mario an der Drachenschnur hinaufsteigt, ist die Zeit reif für den Angriff. Ach du Scheiße. Das geht ja voll ab. Drücke Y, sobald alle Kopien von Paper Mario aufgereiht sind, um Gegner zu zerschmettern. Alles klar. Ich denke, ich habe es in etwa verstanden. Das ist halt nochmal was anderes im Kampf, ne? Ich weiß nicht, ob ich es dann gleich hinkriege. Lasst uns das gemeinsam rausfinden, denn wir sind jetzt da. Das ist die Stelle, an der wir damals abgestürzt sind. Und auch hier befinden sich die Pockys. Daher kommt das Trampolin genau an diese Stelle. Es ist ein schönes Pilzkarton-Trampolin. Na dann los, Leute! Hui! Der hat mich nicht mal gesehen. Aber schießen wir nicht etwas zu hoch in die Luft? Nicht, dass wir jetzt auf die Brücke aufkommen und diese doch noch einstürzt. Nein, wir landen wieder in der Höhle. Okay. Wir wollten ja unbedingt unglaublich hoch springen. Vielleicht haben die Paper Toads ein kleines bisschen übertrieben. Ja, ich glaube auch. Aber eins muss man euch lassen, Jungs. Super Landung, volle Punktzahl. Man könnte denken, ihr habt jede Menge Erfahrung mit harten Landungen. Ja, ein bisschen schon. Also, lasst uns diese Typen fertig machen, damit wir endlich unseren Weg fortsetzen können. Oh.
Naja, vielleicht ist es ja gar kein Bosskampf. Theoretisch können wir sie doch so kürzen, bis auf den Kopf, und dann platt machen. Ja, okay. Aber es war es wert, darauf zu hoffen. Nun gut, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ja klar, ja sicher, 14 Schaden. Mhm. Aber er hat ein Körperteil verloren, das ist gut. Was jetzt? Oh nein, was zur Hölle? Als ob, eieiei. Oh, gut abgewehrt, aber das ist sau schwer. Das kam mir jetzt gerade ultra knapp vor. Oje, oje, Leute, ich glaube, wir haben es hier mit richtig starken Biestern zu tun. Ich hoffe jetzt einfach mal, der Trio-Drachen ist wirklich ein gutes Mittel dagegen. Kostet aber 8. BP. Was zum Teufel? Wen soll ich zuerst angreifen? Der Paper Pocky könnte ja theoretisch auch von der Brossblume stark verletzt werden. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf den. Hoffentlich schaffe ich mindestens einen Super. Also, erstmal die Knöpfe drücken. So, ja. Schneller! Wechseln die sich immer der Reihe nach ab? Also Mario, Luigi, Paper Mario, Mario? Scheinbar. Gut, jetzt geht Paper Mario hoch und irgendwann muss man drücken. Ich weiß aber nicht genau wann. War das jetzt gut oder schlecht? Sieht schon mal nicht so verkehrt aus. Ja, es hat gepasst. Ich habe in dem Moment gedrückt, in dem Paper Mario den Drachen berührt hat. Dachte mir halt, ja, das macht am meisten Sinn. Hat schon mal guten Schaden gemacht. Okay. Wie können wir den Kopf verletzen? Oder die Viecher kürzen? Also, ich glaube, mit der Rakete können wir nichts machen, weil damit da muss man ja springen. Und das sind Pockys. Ich bezweifle, dass man auf die drauf springen kann. Der rote Panzer könnte funktionieren. Ja. Zumindest, wenn man mit einem Treffer ein Körperteil entfernen kann. Kann man aber wohl nicht. Na toll. Nee. Leider nicht. Shit. Dann habe ich den Angriff verschwendet. Weil wir müssen ja die Köpfe umbringen. Alles andere ist sinnfrei. Pockys können sich auch immer regenerieren. Und ich glaube, das trifft auf die genauso zu wie auf alle anderen. Ja, dann ist jetzt die Brossblume dran. Oder der Muschelbohrer? Die Muschelbohrer trifft man doch auch direkt den Kopf. Aber man springt nicht drauf. Moment, das will ich kurz ausprobieren, ob das funktioniert. Das müsste funktionieren. Ja doch, natürlich. Warum nicht? Ja! Ja! Das ist eine voll gute Waffe! Sehr nice! Das ist ein Schlüssel! Gut, dann bleiben wir bei Muschelbohrer und Papierdrache. So, was nun? Was nun? Okay, man muss auf den Schatten gucken, dann weiß man, wer angegriffen wird. Paper Mario? Ah, ich hab das Timing aber noch nicht drauf. Alter! Na, wenigstens den Kopf getroffen, das war das Wichtigste. Aber viel Schaden genommen. Na gut, wir haben noch 5 Paper Marios. Wenn ich jetzt einen weiteren Drachen auspacke. Ja, komm, ich mach's. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie das mit der Geschwindigkeit hier geregelt ist. Alle Charaktere haben eine unterschiedliche Geschwindigkeit und ja, der ein oder andere ist schon wieder am Sterben. Ich habe halt nicht die neueste Ausrüstung gekauft. Ich glaube, dafür werde ich jetzt ein bisschen bestraft. Apropos bestrafen! Greif an, Paper Mario! Nice! Bäm! Schöner Treffer. Ah, müssen sie down kriegen. Oh nein, nicht das, nicht das. Ah, aber Paper Mario kann nicht mehr erwischt werden. Er ist zu kurz. Also, der Pocky. Und trotzdem habe ich es verkackt. Mist! Luigi! Ich fürchte, Luigi braucht jetzt erstmal Heilung. Und ich werde den Zug von Mario nehmen, weil mit dem können wir eh nicht viel machen. Die Attacke geht gar nicht.
Ja, und damit können wir halt ein paar Körperteile entfernen. Ist schön gut, aber ich weiß nicht, ob das, so effektiv ist. Es kommt, wie gesagt, auf den Kopf an. Geisterkeks habe ich für den Notfall ja auch noch. Ja, komm, jetzt kriegt er erstmal einen Pilz. Da. Mach mal keine unnötige Panik da. Hinein. Muschelbohrer oder Brustblume? Ich pack mal die Brustblume aus, weil ich wissen will, wie stark die ist gegen den Paper Procky. Der müsste ja eigentlich richtig viel Schaden nehmen. Der andere, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gut normale Prockys brennen. Die leben ja in der Wüste und sind somit Hitze gewohnt, aber Feuer ist ja nochmal was anderes. Ob das jetzt so gut war, ich weiß nicht, weiß nicht. Muschelbohrer lohnt sich, denke ich, mehr. Das Timing ist mit Paper Mario machbar, solange er ein paar Kopien hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, können die sich nicht regenerieren? Oder sind die zu blöd dazu? Mir soll's recht sein. Packen wir nochmal den Drachen aus. Das ist das letzte Mal. Denn dann hat Paper Mario keine BP mehr. Kann man zwar mit dem Zero peilen, aber kostet eine Runde. Oder einen Angriff. Ah, wie viel halten diese Pockys aus? Das ist halt die große Frage jetzt. Aber wir haben das jetzt schon zweimal exzellent hinbekommen. Das müsste sich doch rechnen. Ah, diesmal habe ich nicht so viel Anlauf bekommen. Leider. Na ja, gut, es ist trotzdem noch 1500. Das passt schon. Und bam! So scheiß Viecher. Was? Okay. Papierfliegerangriff. Das hatten wir bislang nur einmal bei Mutantyrania. Scheiße, ich bin ein Idiot. Ein Vollidiot. Oh, jetzt greifen sie beide gleichzeitig an. Na, spätestens jetzt hätte ich wahrscheinlich Luigi oder Mario verloren. Mist. Bam! Na, wenigstens noch ein bisschen gekontert. Aber Luigi hat richtig auf die Mütze bekommen. Der könnte langsam auch einen Pilz vertragen. Ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher und stopfe ihm einen rein. Weil 18 KP, das ist mir zu wenig. Diese Biester hier sind unberechenbar. Okay, und jetzt nochmal der Muschelbohrer auf... Ja, der hier hat jetzt schon mehr Schaden genommen als der, ne? Vielleicht kriegen wir den zuerst down. Und das wäre auch besser so. Weil ein Gegner sind logischerweise einfacher zu bekämpfen als zwei. Er ist down. Yes. Und der andere Pocky ist schockiert. Tja, Pech gehabt. Was kriegen wir dafür? Shit. Jetzt regeneriert er sich. Und er ist im Rage-Mode. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Das war vielleicht ein Fehler. Vielleicht hätte man sie gleichzeitig besiegen müssen. Weil der ist jetzt richtig aggressiv. Shit. Oh, 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 oh. Panik, Panik. Ich habe keine BP mehr mit Mario. Ey, Paper Mario. Ich brauche definitiv einen Sirup. Oh, der ist im Rage-Mode. Shit, shit, shit. Diesmal könnte es sogar gar nicht schaden, wenn wir versuchen, die Körperteile zu entfernen. Weil je weniger er hat, desto weniger Optionen hat er anzugreifen. Also, roter Panzer. Das ist leider das Einzige, was ich mit Mario machen kann. Die Rakete kann nicht funktionieren. Man muss ja erstmal auf die Gegner draufspringen und dann, ja, geht der Angriff los. Da ich das aber nicht machen kann, fällt das weg. Eins, zwei, drei. Es ist schwer, es ist sehr schnell. Aber er hat nur noch... Oh, ein Körperteil hat er nur noch. Okay. Das heißt, du bist ja gar nicht mehr richtig ernst zu nehmen. Weißt du was? Ich mache jetzt sogar deinen ganzen Körper kaputt. Ich muss halt hoffen, dass er sich nicht nochmal regenerieren kann. Dann
Sonst wäre jetzt der Muschelbohrer besser gewesen. Aber vielleicht kostet ihn das ja auch einen Zug. Wer weiß. Ah, er blinkt schon, er blinkt schon. Er ist fast tot. Komm, jetzt noch einmal hier den Drachen. Und dann befördern wir ihn in die Hölle. Glücklicherweise habe ich den Drachen gut drauf. Ab geht's, Leute. Ja! Ach, ich sehe gerade, dass mir unten rechts ja sogar angezeigt wird, wer als nächstes kommt. Vielen Dank. Aber es ist immer in der richtigen Reihenfolge. Also Mario, Luigi, Paper Mario. Mario. Oh, diesmal sogar 1600 erreicht. Geil. 700 sogar! Bam. 40 mit Toll. Bringt ihn das ins Grab? Ins Sandgrab? Nein, noch nicht. Perfekt. Perfekt! Ha, da ist er tot. Aber die waren echt schwierig. Also, da musst du gut überlegen, die richtigen Angriffe machen, sonst geht das hier ins Unendliche. Und man kriegt große Probleme. Die Angriffskraft dieser Viecher war immens. Jesus Christ. Außerdem waren sie ein Level höher als ich. Ja, mir gefällt die Schwierigkeit des Spiels bislang wirklich sehr, sehr gut. Das passt. Tolle Todesanimation. Geschafft! Gute Arbeit, Team! Weiter geht's zu Bowsers Festung. Die Prinzessinnen brauchen unsere Hilfe. So ist es. Im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zugucken, Like und das sonstige Zeug.